auf den Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/3430, Neudruck, Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche. Eine Aussprache heute ist nicht vorgesehen. Alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich inzwischen darauf verständigt, den Antrag Drucksache 19/3430 Neudruck an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk mit der Maßgabe zu überweisen, dass Beratung und Abstimmung im Plenum über den Antrag erst nach Vorlage der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen. Wir kommen somit unmittelbar zur Abstimmung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist auch diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 19/3592. Internetanschlüsse müssen halten, was sie versprechen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten der Frau Kollegin Brandt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind jetzt fast am Ende dieses ersten Plenartages und wir haben begonnen, diesen Plenartag mit einer Gedenkstunde an Dr. Wilhelm Lenz. Und was mir unter anderem hängen geblieben ist, dass ihm 3 Sachen ganz besonders wichtig waren, die er vorangetrieben hat. Und eines davon ist die Transparenz. Und so schließen wir den Kreis fast am Ende dieses Tages, denn auch in unserem Antrag geht es ja um Transparenz. Wir leben mitten in der digitalen Revolution. Kommunikation, Information, Arbeitsleben, alles dreht sich um die digitale Entwicklung. Und da ist die Teilhabe eines jeden Menschen umso wichtiger. Und ich sage ganz bewusst Revolution und nicht Wandel, weil Wandel impliziert so etwas Behäbiges. Matti Bolte sprach vorhin ja von dem NGA, Next Generation Access. Und Generation, das impliziert ja schon die nächste Generation. Also alle paar Jahrzehnte verändert sich die Entwicklung. Wenn wir die rasante Entwicklung bei der Digitalisierung betrachten, müssen wir eigentlich vom NHA sprechen, nämlich Next Haircut Access, weil so schnell geht es, beziehungsweise so schnell wird es weitergehen. Umso schlimmer ist es, dass die Landesregierung jetzt den Plan hat, bis 2018 auf 50 Mbit auszubauen, dass das möglichst alle haben sollen. Untersuchungen zeigen, dass wir dann schon viel, viel weiter sind, dass eine Mindestanforderung von 120 Mbit gegeben ist. Umso schlimmer ist es, dass Straßen aufgerissen und wieder zugeschüttet werden, ohne gleich mal Leerrohre zu verlegen. Und umso schlimmer ist es, dass die Menschen jetzt zunehmend Angst haben, wer alles zuhört und mitliest, wenn sie sich im Internet bewegen und sich zu informieren, weil die VDS ja wieder eingeführt werden soll. Ich meine, nur bis zum nächsten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aber immerhin. Insgesamt fehlt mal wieder Proaktivität. Es wird wieder nur reagiert. Wir hecheln der Entwicklung hinterher bei den Maßnahmen. Noch dazu kommt, als wenn das nicht reichen würde, dass die Anbieter den Verbraucher irreführen mit dem, was sie ihnen versprechen. Da nehmen wir die Stadt Neuland City und da gibt es so ein kleines Gebiet im Südwesten und noch ein kleines Gebiet im Nordosten und da können die tatsächlich 12 Mbit anbieten. Also steht in allen Verträgen, die sie in dieser Stadt anbieten, bis zu 12 Mbit. Und die Leute sagen, hey super, 12 Mbit, ich freue mich irgendwie, den Vertrag, den schließe ich doch ab. Was wirklich bei den Kunden ankommt und was eigentlich die meisten gewöhnlichen User ja noch nicht mal nachprüfen, wobei diese Speedprüfung auch noch eine Sache ist, da muss man auch noch schauen, welche Geräte verwendet werden und so, die testen ja nicht direkt an der Dose, aber was wirklich ankommt, ist meistens viel, viel weniger. Und so eine vierköpfige Familie, wenn die dann statt der 12 Mbit nur 9 Mbit zur Verfügung hat, und es ist nachmittags und der Mann sucht die Kochrezepte raus fürs Abendbrot und die Frau liest E-Mails, die Tochter ist vielleicht auf YouTube unterwegs und der Sohnemann will noch eine halbe Stunde spielen, dann ist Ende Gelände, dann ist Schicht im Schacht, dann ist nichts mehr mit Internetzugang für alle 4, die müssen sich dann nämlich abwechseln. Die digitale Revolution ist im vollen Gange und wie wir sehen und ich auch gerade kurz aufgeführt haben, es gibt viele, viele Baustellen, die angegangen werden müssen, um wirklich alle Menschen mitzunehmen. Und dieser Antrag bearbeitet zumindest eine Baustelle.
nämlich dass die Menschen sich entscheiden können für die Anträge, für die Leistungen, die sie wirklich wollen. Und dazu brauchen sie Transparenz bezüglich der Dienstqualität, die sie tatsächlich bekommen. Sie brauchen Rechte, Kündigungsrechte, mehr Schutz bei Abschluss der Verträge. Und wenn das gegeben ist, haben wir nämlich auch wieder einen echten Wettbewerb zwischen den Anbietern, die mal klare Fakten darlegen müssen, was ist das richtige Angebot, was gebe ich wirklich dem Kunde. Der Kunde kann dann sagen, okay, ich wähle Angebot A oder ich wähle Angebot B, sodass er sein teuer Geld, was er dafür jeden Monat bezahlt, auch richtig anlegt. Mit dieser Bundesinitiative, also auf Bundesebene, stoßen Sie übrigens nicht auf Neuland bei der Bundesregierung. Wie wir vermehrt gehört haben, liegt eine entsprechende Transparenzgesetzgebung, ein entsprechender Transparenzentwurf seit Anfang 2014 in den Schubladen der Bundesregierung und wartet nur darauf, wachgeküsst zu werden. Dementsprechend bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Abgeordnete Blass. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Titel des heutigen hier debattierten Antrags, Internetanschlüsse müssen halten, was sie versprechen, dem ist durchaus inhaltlich zuzustimmen. Allerdings ist Ihr Antrag von vornherein überholt, da die Forderung, dass sich die Landesregierung für eine transparente und realistische Darstellung der Bandbreiten von Internetverbindungen einsetzen soll, ist nicht neu. Denn gemeinsam mit anderen Bundesländern hat sich die Landesregierung in der Vergangenheit bereits gegenüber der Bundesregierung für die Verbesserung der Transparenz bei Internetschlüssen eingesetzt. So hat die Verbraucherschutzministerkonferenz mit der Stimme von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 einen Beschluss gefasst, der die von der Bundesnetzagentur initiierte Transparenzverordnung unterstützt. Hierdurch sollen einerseits einheitliche und verbindliche Vorgaben für die Internetanbieter sowie andererseits transparente, vergleichbare, ausreichende und aktuelle Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher in verständlicher Form eingeführt werden. Über diese Eckpunkte insgesamt, die in dem Eckpunktepapier der Länder sozusagen erfasst worden sind, wird eben auch gefordert, dass es ein anbieterunabhängiges und objektives Tool zur Messung der tatsächlichen Leistungen auch geben soll, sodass eben auch ein Sonderkündigungsrecht für Verbraucher verankert werden soll und dass die tatsächliche Datenübertragungsrate regelmäßig von der ausgelobten bzw. vereinbarten, wenn die abweichen sollte. Also diese Punkte des Eckpunktepapiers sowie die Forderungen der Verbraucherschutzministerkonferenz würden für die Verbraucherinnen ein deutliches Plus an Transparenz bedeuten. Auch wenn sie der dazugehörige Telekommunikationstransparenzverordnung aktuell leider immer noch in der Ressortabstimmung befindet, sehen Sie, liebe Piraten, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier bereits aktiv war und auch weiterhin ist und der Antrag damit überholt ist. Die SPD-Landtagsfraktion wird Ihrem Antrag daher ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Blass. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Stein. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt den vorliegenden Antrag ausdrücklich und wird ihm auch zustimmen. Die von den Piraten hier im vorliegenden Antrag angemahnte Transparenzverordnung, die die Bundesnetzagentur im Entwurf im Frühjahr 2014 dem Bundeswirtschaftsministerium weitergeleitet hat, soll nicht nur die Leistungsfähigkeit von Internetanschlüssen transparent machen, sondern nach dem Vorschlag der Bundesnetzagentur auch den sogenannten Routerzwang abschaffen. Zukünftig soll der Endkunde gegenüber seinem Anbieter nicht nur einen Informationsanspruch über die reale Geschwindigkeit seiner Leitung, sondern auch einen Informationsanspruch hinsichtlich der Zugangserkennung und der notwendigen Passwörter erhalten, um einen Router seiner Wahl für den eigenen Gebrauch anzuschließen und somit alle im Markt angebotenen Dienste direkt benutzen zu können. Der Markt soll also gestärkt werden. Feststellbar ist,
dass CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag 2013 vereinbart haben, den Routerzwang abzuschaffen. Das ist auf Seite 35 des Koalitionsvertrages konkret nachzulesen. Und wir bedauern sehr, dass SPD-Wirtschaftsminister Gabriel hier immer noch blockiert und seit über einem Jahr die fertige Transparenzverordnung zurückhält, anstatt den Koalitionsvertrag umzusetzen im Bund. Ich halte fest, während also Paternosterfahrten per Verordnung von Frau Nahles untersagt werden, wird Transparenz aus dem SPD-geführten Bundeswirtschaftsministerium heraus blockiert. Und umso wichtiger wäre es, wenn sich eine Landesregierung, wenn sich diese Ministerpräsidentin Kraft bei ihrem Parteivorsitzenden eben für einen Erlass dieser Verordnung einsetzen würde. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Grün spricht der Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist in der Tat ein ebenso bekanntes wie ärgerliches Problem, das die Piratenfraktion in ihrem Antrag aufgreift. Diese Bis-zu-Tarife sind für viele Kunden und Kundinnen zu Recht ein Ärgernis. In diesem ganzen Bereich wirtschaftlicher Verbraucherschutz im digitalen Rahmen, finde ich, ist es durchaus sinnvoll, sich zunächst auch mal die Rolle der Beratungsangebote, die wir im Land haben, sich zu vergegenwärtigen, bevor wir auf die konkreten politischen Maßnahmen der letzten Jahre eingehen. Da will ich einfach noch mal hervorheben, welche wichtige Funktion den landesgeförderten Verbraucherzentralen dazukommen. Letztes Jahr, erinnern Sie sich an die Antwort auf die große Anfrage meiner Fraktion zum digitalen Verbraucherschutz, beeindruckende Zahlen, 360.000 Beratungen, 40% davon zum Bereich Telekommunikation. Ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir in einem digitalisierten Marktumfeld starke Beratungsinstitutionen haben. Und da sollten wir diese Arbeit anerkennen und auch es noch mal hervorheben, wie wichtig es war, dass wir mit der rot-grünen Landesregierung diesen wichtigen Player ausgebaut und gestärkt haben. Sie haben in Ihrem Antrag, liebe Kollegin Brandt, Transparenz angesprochen über die tatsächlichen Übertragungskapazitäten. Es geht in dieser Gesamtdiskussion natürlich auch um das Thema Übertragungsvolumina. Stichwort, wo Flatrate drin ist, muss auch wo Flatrate draufsteht, muss auch Flatrate drin sein, so rum. Auch da gibt es genügend Aktivitäten, intensive Aktivitäten der Verbraucherschutzministerinnen und Minister aus den Ländern über die vergangenen Jahre. Der Vorsitzende der Fachministerkonferenz ist erst heute wieder damit mit diesem Thema rausgegangen. Und trotz der zahlreichen Versuche, trotz der zahlreichen Initiativen aus den Fachministerkonferenzen hat der Bundesjustizminister hier bisher nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher gehandelt, auch wenn das dringend erforderlich wäre. Zu Ihrem eigentlichen Anliegen, da kann ich mich der Kollegin Blask gerne anschließen. Die hat das schon hervorgehoben. 10. Verbraucherschutzministerkonferenz am 16. Mai 2014, Rostock-Warnemünde. Es war Tagesordnungspunkt 32. Im Sammelband der Beschlüsse finden Sie das auf Seite 50 und 51 von 91. Da steht im Grunde genommen alles das drin, was Sie in Ihrem Antrag hier fordern. Aktuelle Informationen, Produktinformationsblatt, Down- und Uploadrate sowie Paketlaufzeit, Messtools und Sonderkündigungsrecht. Ich kann Ihnen den Beschluss gerne zur Verfügung stellen. Dieser Beschluss ist in 4 von 6 Ziffern einstimmig, in 2 Ziffern mit deutlicher 13-3-0 Mehrheit gefasst worden. Sie haben ein durchaus wichtiges, relevantes Thema aufgegriffen, aber Ihr Antrag ist einfach 1,5 Jahre zu spät. Er ist nicht mehr aktuell. Die Landesregierung hat die Initiative ergriffen, zu der die Piratenfraktion Sie heute auffordern möchte. Und damit ist der Antrag aus unserer Sicht auch obsolet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Hafke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu Beginn meines Wortbeitrages möchte ich auf eine Sache eingehen, wo ich glaube, dass man das vielleicht doch mal als Parlamentarier sagen muss.
Wir haben heute Morgen eine wichtige Debatte erlebt, in der die Ministerpräsidentin minutenlang überzogen hat. Heute geht es um ein Thema, um Digitalisierung, welches die Ministerpräsidentin Anfang des Jahres zu einem Megathema erklärt hat. Wieder mal glänzt diese Regierung durch pure Abwesenheit. Dieser Ministerpräsidentin ist es wichtiger, unten beim Kuchenanschnitt zu sein oder ein Foto mit dem Express zu machen, als den parlamentarischen Debatten zu folgen. Ich könnte noch weitermachen. Hauptsache überziehen und der Opposition Sendezeit klauen. So sieht das aus. So schön, dass Sie sich aufregen. Die Regierung kann sich auch noch niemals aufregen, bis auf einen Minister ist ja gar keiner mehr vertreten hier. Also ich glaube mal, man sollte mal drüber nachdenken, ob diese Regierung hier überhaupt, die ist hier zu Gast, dann sollte man sich auch mit Respekt gegenüber einem Parlament benehmen. Ich finde das ungeheuerlich. Ungeheuerlich ist das. So, meine Damen und Herren, das dürfen Sie gerne an die Kollegen weitergeben. Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun, dass eine Regierung dem Parlament auch folgt und hier den Debatten anwesend ist. Das ist hochinteressant. Das Haus der Parlamentarier. Ja, ich würde Ihnen das ja auch sagen, wenn Sie da sind, aber Sie sind ja nicht da. Meine Damen und Herren, das war mir wichtig, auch mal als Parlamentarier diese Bemerkung zu machen. Ich möchte jetzt zu dem Sachthema, ich möchte jetzt zu dem Sachthema übergehen. Danke sehr. Herr Präsident, bei der digitalen Entwicklung spielt Nordrhein-Westfalen. Ist hochinteressant. Wissen Sie was? Ich vergesse jetzt mal diese inhaltliche Debatte, weil wir gleich eh eine direkte Abstimmung dazu haben. Wissen Sie, was das große Problem ist? Sie meinen hier, die ganze Zeit immer irgendwem Belehrungen zu erteilen. Es kann doch mal das gute Recht eines Abgeordneten sein, was man richtig und was man falsch findet. Ich finde das respektlos, was diese Regierung macht. Und in einem Haus der Demokratie kann man das doch mal ansprechen, oder? Da müssen Sie doch mal zuhören und das akzeptieren, wenn man das mal zur Aussprache bringt. Ist doch unmöglich, sowas. Unmöglich. Entschuldigen Sie, man darf das doch mal... Das ist das Haus der Abgeordneten. Die Regierung ist jetzt sogar... Die Regierung hat heute Morgen massiv überzogen. Wir hängen 2 Stunden in der Zeit hinterher. Und die Ministerpräsidentin hat nichts Wichtigeres zu tun, als beim Express aufs Bild zu kommen. Das ist das Wichtigste für die Ministerpräsidentin, oder was? Also, meine Damen und Herren, lassen Sie mich, weil ich will nicht dem Beispiel der Ministerpräsidentin folgen. Ja, genau, deswegen, ich probiere ja schon seit 3 Minuten darauf einzugehen. Ich möchte mit 2 Sätzen auf dem Antrag der Piraten dann trotzdem eingehen und inhaltlich etwas dazu sagen. Ich finde das inhaltliche Anliegen berechtigt, dass wir über die Digitalisierung sprechen, den Breitbandausbau und die Zugriffsmöglichkeiten auf das Internet. Ich glaube, dass in dem Antrag wichtige Gründe beschrieben werden, über die wir dann eigentlich auch im Ausschuss sprechen sollten. Ich finde es etwas schade, dass wir dann heute Abend eine direkte Abstimmung dazu haben. Das, was wir allerdings in Nordrhein-Westfalen erleben, ist im Bereich der Digitalisierung nicht der Fortschritt, den wir uns wünschen würden, sondern hier etwas deutlichere Dynamik. Das habe ich heute Mittag schon zum Ausdruck gebracht. Mit dem Antrag haben wir allerdings insgesamt 3 Anmerkungen bzw. Probleme. Meines Erachtens ergeben sich aktuell, wenn man objektiven Bewertungen folgt, schon in der Branche ein gar nicht so schlechtes Bild, wenn man insbesondere die Untersuchung von Stiftung Warentest anschaut. Zweitens hängt die tatsächliche Geschwindigkeit eines Anschlusses natürlich auch stark von Faktoren ab, die der Anbieter nicht verantworten kann. So ist der Zugriff auf einen Hausanschluss zu Stoßzeiten wie am Sonntagabend nur einmal intensiver als zu anderen. Und drittens möchte ich vor allem aber betonen, was ich eben bereits erwähnt hatte,
wir sollten Nordrhein-Westfalen endlich digital nach vorne bringen. Und dafür brauchen die Mithilfe aller Beteiligten. Dies gilt auch für die Wirtschaft und im Speziellen für Internetzugangsanbieter. Und trotz der geradezu pathologischen Abneigungen der Piraten diesen gegenüber. Und es ist ja nicht so, dass die deutsche und insbesondere die nordrhein-westfälische Wirtschaft grundsätzlich an zu wenig Regulierung oder Bürokratie leidet. Deswegen glaube ich, dass der Vorschlag, den Sie eingebracht haben, zu mehr Bürokratie führt und der Nutzen im Umkehrschluss zu gering ist. Wir würden da eigentlich ganz gerne mit Ihnen im Ausschuss noch drüber diskutieren. Das ist jetzt leider nicht möglich, deswegen werden wir uns bei dem Antrag enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Hafke, nur was die Wertschätzung angeht, das ist eben vielleicht etwas untergegangen, aber ich will das auch noch mal fürs Protokoll klarstellen. Ich sehe jedenfalls bei den Regierungsfraktionen jeweils die Fraktionsvorsitzenden vertreten und dann eine erklägliche Zahl von Fraktionsmitgliedern. Das drückt, glaube ich, keine mangelnde Wertschätzung aus. Das sieht in Ihren Fraktionen nicht ganz so tough aus. Und für die Landesregierung. Und Herr Hafke, für die Landesregierung fühle ich mich dann nicht wertgeschätzt, weil ich bin der zuständige Minister und ich bin da. Und mit mir können Sie alles diskutieren, was Sie auch mit der Ministerpräsidentin gerne diskutiert hätten. Also an dieser Stelle. An dieser Stelle, ich kenne Ihre Not, wenn man inhaltliche dünn unterwegs ist, dann greift man zu solchen Mitteln, weil man nämlich inhaltlich nichts zu sagen hat. Da muss man die ganze Redezeit mit solchem Klamauk verwenden. Und im Kern, und darum würde ich dann gerne auch streiten wollen, geht es natürlich auch um die Frage der Digitalisierung, aber es ist in erster Linie ein Verbraucherschutzthema. Es geht um die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im Internet, und da gilt das, was für alle Marktsegmente gilt, hier ganz besonders, das, was versprochen wird, was draufsteht, muss auch gehalten werden. Und wenn da draufsteht bis zu, dann bedeutet das, dass es überprüfbar sein muss und dass es auch eingehalten wird. Und genau das ist das Problem. Da gibt es keine Rechte für Verbraucher, das einzuklagen, beispielsweise durch ein Sonderkündigungsrecht. Wir haben keine Überprüfungsmechanismen. Beispielsweise dadurch, dass wir mit einem Tool klären könnten, wie ist denn nur die Geschwindigkeit, und es fehlt auch eine entsprechende Rechtsgrundlage. Aber da braucht die Landesregierung nicht wachgeküsst zu werden, braucht Nordrhein-Westfalen nicht wachgeküsst zu werden. Wir haben 2014 in der entsprechenden Fachministerkonferenz mit großer Einmütigkeit dies vom Bund gefordert. Also der Ball liegt ganz klar im Feld der Bundesregierung. Hier muss gehandelt werden. Das haben, glaube ich, die Rednerinnen und Redner schon deutlich gemacht. Bin auch dankbar für die entsprechende Unterstützung. Und Herr Stein, es mag ja richtig sein, den Koalitionsvertrag zu zitieren auf Bundesebene. Und insofern will ich an der Stelle auch etwas Wein in diesen Vertrag gießen. Das eine ist es, im Vertrag zu regeln. Das andere ist es aber auch dann, die administrativen Strukturen zu schaffen, den Verbraucherschutz zu stärken. Und da muss ich leider feststellen, dass auf Bundesebene, aus welchen Gründen auch immer, der Verbraucherschutz nicht gestärkt worden ist. Es ist verteilt worden auf unterschiedliche Ministerien. Und das führt genau dazu, dass wir diesen Hickhack heute haben. Da ist der Landwirtschaftsminister noch teilweise zuständig, der Justizminister und eben der Wirtschaftsminister. Das muss geändert werden. Das wäre schön, wenn Sie sich dafür einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, und wir kommen somit zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag Drucksache 9592. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten und der CDU-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion der FDP. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14,